Ich bin ein Riesenfan von Sylvana. Ach stimmt, die gab es ja auch noch. Sylvanas war ja auch in Warcraft 3. Ah, die findest du ja in WoW und nicht in Warcraft, glaube ich. Doch. Die kam aus Warcraft 3 ursprünglich. Ich fand die okay, aber nicht höher als die anderen beiden vom Ranking her. Wurde doch nicht bestätigt, soll morgen mal ein Skacken aus dem Röntgen und den... Ach du Scheiße, auf den Samstag? Hätte die nicht heute noch röntgen können? Fuß, okay. Und wobei ist das passiert, Amira? Bist du... Hat sich verknackst, falsch aufgetreten, hingefallen oder was? Ach so ein Scheiß, auf den Samstag röntgen gehen müssen. Oh. Kann man sich hinreden, wie man will. Ja klar. Bei Arthas ist nur das Aussehen gut. Das fand ich... Okay, das ist okay. Zumindest als Lichtking. Als normaler Typ ist halt ein Blondie, den mag ich nicht, aber als Lichtking ist er okay vom Design. Ja, da würde ich mitgehen, doch. Und ja, mag gut gewesen sein, Koma, aber ich hatte andere Spiele zu der Zeit, die mich halt mehr... Frag mich nicht welche, aber definitiv. Und das Original Total War hat mich auch nicht so umgehauen damals, muss ich zugeben. Und ja, eben, kam vor. Ja, wir jetzt hier richtig schwarzen Humor. Mag sein, klingt auch cool, kann ich aber nicht mitreden. Weiß ich nichts. Weiß ich nicht zu. So, und jetzt überlege ich ganz kurz. Ich bin nur am Chat machen, ne? Ich will ein bisschen was bauen noch hier, sonst wird das auch nichts mehr. Ist im Sport passiert. Der hätte heute noch schon gehen können, aber ich dachte mir so, gehe morgen, dann ist weniger Stress. Sagst du so? Aber Wochenende und sowas ist oftmals schwierig. Zumindest bei mir. Ich kenn's halt. Wochenende Arzt und Krankenhaus und Röntgen ist immer so ein Ding. Mag bei dir anders sein. Aber, ich hoffe es für dich. Ich sag's nur, ich hoffe es für dich. Ich kenn's hier aber nur stressig. Ich überlege gerade. Jetzt habe ich ja hier eine 4er Höhe. Und bin ja eigentlich jetzt wunderbar am Ende meines Designs. Jetzt müsste also eine ganz andere Schicht kommen, weil ich muss ja hier noch eine höher machen und noch ein Dach oben drauf packen. Quasi. Aber soll ich auch nochmal 4er? Ah, verdammt. Dann wird meine Kette doch ein bisschen unterbrochen, die ich jetzt so schön gemacht habe hier. Oder wie gesagt, zu mir ein ganz anderes Design reinhauen. Das mit einem Feuer bricht, dass ich da doch mein abgeschossenes Dingens habe, ist da oben. Oh. In Schweden wohnst du, Robland? Das ist ja awesome. Meine Schwester wohnt in Finnland tatsächlich seit ein paar Jahren. Aber Schweden ist auch cool. Denke ich. Also was man so hört und so. Ich bin schon ganz froh, dass wir leben, wo ich wohne, tatsächlich, aber ich glaube, kann man sich gönnen, oder, Schweden? Ich überlege gerade, mache ich jetzt das Fenster jetzt zu? Ich glaube, bald ja. Ich glaube, das Fenster mache ich tatsächlich zu. Plopp, plopp. Denn da baue ich dann eine Leiter ran. Nee, da nicht. Da muss ich noch was davor bauen. Ja, normaler was Holz ist ja. Upala. Sieht man dann ja nicht. Dass ich dann hier mit Leiter quasi nach oben raufkomme auf die letzte Turmebene, wo dann das Dach ist. Das passt. Okay. Da das. Ja. Was verpasst irgendwie. Egal. Finn versteht man nicht. Schweden ist ja geil. Ja, Finnisch ist auch eine super schwere Sprache. Ist ja noch schwerer als Deutsch. Und das ist ja schon eine Hardcore-Sprache. Ich spreche schon die meisten Deutschen nicht gut. Ne? Ja, Finnisch ist, glaube ich, Hammer zu lernen. Das würde ich mir persönlich auch nicht antun. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Schwester es ordentlich spricht, tatsächlich. Ich habe sie noch nie Finnisch reden hören. Müsste ich eigentlich mal machen. Sie mal fragen. Oder hier, sag mal, was du Finnisch kannst. Schon doof von mir, das nicht getan zu haben bisher. Was mache ich jetzt, ist die Frage. Brauche ich noch eine Ebene einfach. Ich meine, ich könnte auch... Warte, ich glaube, das mache ich. Einfach eine Runde Cobblestone oben drauf. Also, diese Stelle oben drauf backen. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was ist denn hier los heute? Kakadu Killing, danke für den Raid. Alter Vater, heute ist ja hier Party beim Raiden. Shadow, ich brauche deine Hilfe. Shadow, komm, ich beschwöre deinen Schatten, Shadow. Alter Vater, danke für den Raid. Ich hoffe, es geht euch gut. Was habt ihr Schönes gespielt? Wenn Shadow nicht schaut oder rechtzeitig, muss ich das von dir erfahren. Meine Fresse, heute geht's ja ab. Mit den Raids und so. Boah,
Oh, ich lasse es erstmal sein. Ich glaube, Shadow. Ja, Shadow hat's gemacht. Ach! Metapher, alles klar, alles klar. Hätte ich mir denken können. Und was noch Spaß das Spiel? Ist doch geil. Klingt so. Klingt so. Okay, krass. Läuft. Ich müsste jetzt auch nochmal spielen irgendwie. Gibt es ja nicht, gibt es ja für PC und andere Plattformen, richtig? Könnte man sich auch nochmal gönnen. Spiel ist mega. Ja, ja, ja. Ich habe es halt hier ein bisschen gesehen. Es sah echt nicht schlecht aus. Aber die Zeit bei mir aktuell ist schrecklich. Jetzt kann man noch Sonic und Shadow raus. Will ich auch dringend noch spielen und holen. Auch noch nicht getan. Ach, Gott, das ist wieder alles so einmal jetzt. Das ganze Jahr habe ich mir keine neuen Spiele gehabt, die ich geil fand. Und jetzt kommt zack, 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 alles raus. Ah! Okay, das ging an Rob. Muss ich nicht lesen. Nicht laut vorlesen jedenfalls. Ich würde so ein paar Worte verstehen vom Finish, aber ich könnte es nicht sprechen. Das Einzige, was ich aussprechen kann, ist Tomati und Ketsupi. Finde ich gut. Kann ich, glaube ich, auch noch aussprechen. Gerade so. Die Performance ist der Endboss. Oh, echt? PC, PS5 und Xbox. Und du spielst es auf welcher Konsole oder auf PC? Weil wenn du meinst, Performance wäre so ein Problem, klingt es eher noch Konsole. Weil ich würde hoffen, dass es auf PC rund läuft, das Spiel. Das ist eher traurig, ne? Okay, aber ich bin jetzt am Ende von dem Ganzen. Jetzt kann ich nächste... Xbox, okay. Dann hoffe ich ja, welches Spiel spiele ich jemals? Auf PC? Dass da ordentlich läuft. Performance-technisch. Finnische lustig, sie nehmen ein Fremdsprachenwort und hängen an Iran und sagen, das gehört uns. Kixi. Ja, du hast recht, das ist irgendwie so deren Ding, ne? So ähnlich wie die Japaners mit Neife oder Spune machen. Machen die Finnen das mit dem I hinten dran. Schon lustig. Davon abgesehen machen die Finnen die geilste Musik. Hands down. Also neben mir selbst natürlich. Machen einfach die geilste Musik. Keksi, Taxi. ich habe gerade 2 Dia-Picken verbraucht, um eine kleine Höhle auszu... Ach, du spielst nebenbei auch Minecraft? Geil. Aber was ist das für eine kleine Höhle, wenn du 2 Dia extra für verbrauchst? Das kann doch nicht ans Sinn kommen, oder was? Ach, dammit. Na. Jawohl. Ziehe ich jetzt hier durch, oder mache ich... Ja, muss ich das. Wird ja so nichts sonst. Wobei, nee, ist eigentlich Käse, weil ich ja sowieso die Leiter dran mache. Mach ich doch eher so. Oder nicht, weil es doch ein bisschen doof aussieht irgendwie. Machen wir es so. Und dann diesen ran. Passt. Und da muss ich eigentlich hier... Ah, siehst du. Da einmal rumbauen. So. Genau, perfekt. Ja, genau. Was ist jetzt Taxi? Taxi oder was sie? Weil Tag oder guten Tag? Taxi? Mein Lieblingswort ist Tito Pone. Denkmaschine, Computer. Ach du Kacke, okay. Okay, krass. Eher das Taxi. Nur der Schreibweise wusste ich nicht mehr. Ach so. Und mit X hatten es die Finn, glaube ich, nicht so. Kann sein. Kleine 24x24 Höhle, 4 Blöcke hoch. Was? Und da hast du 2 Dia-Echse geschrottet? Krass. Schon Kirchen für Haustiere, okay. Ja gut. Wird schon so sein dann. Plop, 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 plop. Plop. Und damit wird er. Nein! Oh, ich glaub's nicht. Da fehlen noch 4. Grummel. Grummel, Grummel, Grummel. Quatsch. So. Mann, ey. Zack, 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 zack. So. Damit wären alle Ebenen soweit fertig. Nur ich muss noch das Dach quasi drauf. Läuft. Es gruselt mich wieder vor der Innenrichtung hier, aber werde ich in 10 Jahren dann machen. Erstmal das Grundgerüst, ist klar. Ja, ich habe erst die ersten 98 Blöcke abgebaut. Eieiei.
Noch immer noch 48 weitere. Uiuiuiui. Warte mal, Spaß, so Dinge abzubauen. Es ist so eine schöne monotone Arbeit. Die mache ich ungern im Stream, aber für mich tatsächlich ist es recht entspannt. Nebenbei noch einen Film gucken oder sowas, auf den zweiten Bildschirm legen und fertig. Das ist. Habe ich früher aber sehr oft gemacht bei Minecraft. Ich hasse es. Da machst du am Kreativmodus, wenn du es nicht magst. Ich weiß, ist Cheaten, ich mach's auch nicht. Ich habe hier alles selbst erfarmt und gemacht und getan. Aber theoretisch sparst du dir Lebenszeit. Und zwar nicht gerade wenig. Vor allem, wenn es dir auch noch nervt, das zu machen. Also, spreche nichts dagegen, das dann einfach so zu tun. Aber musst du wissen. Wollte ich halt immer Schlaues machen? Ich weiß es nicht. Bestimmt, ich mache immer schlaue Dinge. Ich fange mal damit an. Einfach nur, was geht. Geht's nicht. Mist. Ich decke dann immer nur Fu-Blöcke und erst recht Fu-Haltbarkeit mit der Picke. Ja. Das ist bei mir nicht so ein Problem. Ich habe einen Server und da mache ich einfach so. Repair. Zack, heile. Schon schön, so ein paar Server-Commands zu haben. Also ganz vanilla Spiel auch nicht tatsächlich dann. Ich meine, ich habe das jetzt nicht komplett irgendwie modifiziert. Und keine Ahnung was, es ist schon größtenteils Vanilla-Minecraft, was ich hier spiele. Aber doch ein paar Quality-of-Life-Features sind drin. Server-Cheat. Nee, das ist kein Cheat, das ist einfach, ich bin Admin, ich darf das. Nee, wenn du, ich habe Millionen Stunden gefühlt in Minecraft mein Leben lang gebuttert. Da darf ich auch schon mal sagen, ich gönne mir hier mal was und skippe ein paar Sachen. Sonst komme ich auch zu nichts. Apropos nichts haben und können und keine Ahnung was, ich brauche eine Leiter. Ich glaube, ich brauche mehr als drei. Mist. Plopp. Ne. So. Könnte ich auch, aber es wird cheaten und dann Ärger von Lilo. Ach so, wegen auf dem Server drauf. Aber ihr habt doch auch auf eurem Server dann Sachen. Ich meine, ich habe es ja gesehen gestern. So aus dem Timber-Mod, dass man den Baum einfach fällt. Zack, zack, fertig aus. Ist hier auch kein Vanilla mehr. Aber gut, ich meine. Creative ist eine andere Geschichte, mache ich ja wie gerade auch bei meinem Server nicht. Das ist ja auch keinem erlaubt. Aber wir dürfen fliegen. Weil gerade sowas hier baut sich scheiße ohne Fliegen. Ihr wisst es alle, ganz Gerüste bauen zu müssen. Ich meine, es gibt, glaube ich, in Minecraft ja inzwischen so einen Block, den da baust du dich mit hoch, baust du wieder ab, ganz einfach. Um quasi dieses Nicht-Fliegen-Können Vanilla kompensieren zu können, aber es ist nicht das gleiche einfach. Das ist Kacke. Das will ich nicht. Ich baue solche Sachen mit Fliegen, weil es einfach ist. Das da. Das macht keinen Spaß, wenn du dir ein Gerüst bauen musst. Das macht aber keinen Spaß. Das schränkt dich auch in der Kreativität total ein, finde ich. Das ist einfach Mist, das mache ich nicht. Daher, nein. So, ich werde mal Hayabu machen. Morgen ist Erste-Hilfe-Kurs. Alles klar, Kuma, vielen Dank fürs Raiden und viel Spaß noch beim Schlafen. Und erst recht beim Erste-Hilfe-Kurs auf dem Samstag. Gönn dir! Richtig geil, hätte ich voll Bock drauf an deiner Stelle. Ciao. Wir sehen uns dann spätestens nächsten Samstag, ne? 2.11. Ist schon soweit. Auftritt und so. Krasser Scheiß. Mach's gut. Ja, aber trotzdem ohne OP-Commands. Aber ist doch schade. Gerade bei so einer Welt, die wir hier haben. Die haben 1000 Warp-Punkte. Ich kann mich hier zu allen möglichen Leuten hin teleportieren, die ihre Wegpunkte gemacht haben. Wie quasi in Diablo. Ich kann mich von da nach da teleportieren. Nach da teleportieren. Und so weiter und so fort. Das will ich nicht missen auf einem großen Server. Ich meine, klar, wenn man halbwegs zusammen ist, geht das irgendwie noch. Aber bei so großen Distanzen ist es halt kacke. Und ja. Erase-Stone-Mod. Okay, also doch eine Mod. Gut, ja. Das haben wir halt per Command-Befehl dann, das Ganze. Wobei ich glaube, es geht auch über die Map hier irgendwie. Waypoints. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe sie getan. Müsste aber auch funktionieren, wie es klingt. Aber es ist halt eine Sache, die ich habe. Es ist halt kein Server-Mod gerade. Ist nur für mich drin, das Ganze. Deswegen ist es auch Käse. Aber ja. 10 Minuten zu. Wann soll ich den sonst machen? Ja, ist ja richtig, Koma. Ist ja richtig. Warum machst du es überhaupt? Von der Arbeit aus oder aus eigenem privatem Interesse? Ja, siehst du. Genau. Vielleicht auch die Xero-Mod mit euch. Ja, die meine ich ja. Zack. Ist ja das. Ja, aber ich hab's halt, wie gesagt, irgendwann angefangen vor vielen, wo es die Minimap noch gar nicht gab, haben wir halt Diablo-mäßig diese Wegpunkte hier hingestellt, über den Wegpunkt, zack, und dann teleportierst du dich so Diablo-artig hin und her. Das war so meine Idee dahinter gewesen. Das fand ich ganz cool.
Das ist im Server auch dann Sache bei uns. Fahrschulkurs. Achso, okay. Ich dachte mir sowas schon mal. Ich dachte, du hast einen Führerschein. Okay. Optiker muss ich auch mal fürs Ziel. Ja, ja, hilft alles nichts. Gönn dir, Krummer, gönn dir. Mach das alles. Macht voll Spaß. Haben wir alle schon hinter uns in unserem Alter. Dachte ich. Aber gönn dir. Kannst du restliche Waypoints kreieren, dann nochmal restlich auf den Waypoint und dann kannst du dich hin teleportieren. Okay, krass. Aber das kann ja in dem Fall bloß ich. Weil ich ja Server-Admin bin und das ist ja wieder ein Plugin, was ich persönlich drin habe, was aber der Server nicht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch auf den Server laden kann, das Plugin. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob das dann jeder runterladen muss oder ob es reicht, wenn der Server es als Plugin hat und alle dann darauf zugreifen können, ohne es extra runterladen zu müssen. Da wollte ich mich nochmal mit beschäftigen tatsächlich, aber habe ich nicht geschafft in den letzten Wochen. Nein, alle selbst ist. Okay, siehst du, das meine ich. Und das will ich ja von keinem verlangen. Soll jeder so spielen, wie er möchte und dann ist halt eine Modifikation, die mögen nicht alle. Und dann sollen sie das hier in-game machen mit den Befehlen. Fertig, aus. Oh. Stimmt, Koma, du hast recht, hatten wir. Hab's verdrängt. Schlaf gut. Tschö. Warte, was? Dein Diamond Axe wurde erfolgreich repariert. Dolles Deutsch, dolles Englisch. Freue ich mich. Also, wir sind jetzt... Oh, das ist laut gerade. So ein Turm kann ja nicht einfach nur Turm sein. Ich brauche jetzt irgendwie so eine tolle Krone, wie das Ding hier oben auch. Sonst sieht das ja kacke aus. Aber ich bin tatsächlich gerade so über der Höhe der Bibliothek. Und nicht mal so wie das da. Also es ist eine okay Höhe. Klar, ich meine, es wird noch höher werden. Aber ich komme als Fußgänger nicht höher normalerweise. Passt für mich. Was ist los wie ein Sound? Wieso gehen die nicht? Schon wieder. Ich meine, die Raids gehen doch auch mit Sound Alerts. Wieso gehen Summ, Summ, Summ und das andere Ding ist nicht? Vorhin ging es noch. Also offenbar hat Sound Alerts wieder irgendwie eine Macke heute. Seit einiger Zeit. Keine Ahnung. Unangenehm, aber... Da ist er. Stark verzögert, aber er ist da. Summ, 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 Killerbienchen, Summ. Ja! Ne? Weißt du Bescheid. Ich lege mich hin, gute Nacht, komm mal bald wieder. Okay, wenn du mit bald nachher meinst, bin ich aber offscreen. Aber gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal dann, Robland. Viel Spaß noch beim Höhle aushöhlen. Ja. Und danke fürs dabei sein. So, und jetzt überlegen wir uns mal. Ich denke, weil das hier so andersartig ist, werde ich da einfach ansetzen und da eine größere... Was für ein Sound gerade, alter Vater. Vergrößerung ansetzen auf jeden Fall. Stimm und Hals schon. Ja, mache ich doch. Nee, alles cool, Koma. Das geht soweit so gut. Ich habe ja auch schon letzten Mittwoch und vorletzten noch eine Probe wieder gesungen. Singen geht ganz gut. Clean singen geht nicht so gut, komischerweise, weil dann die Stimme noch ein bisschen kratziger wird, ein bisschen nach Husten klingt. Aber das mache ich ja auch selten. Deswegen, also... Das geht erstaunlich gut, tatsächlich. Das läuft. Da mache ich mir keine Sorgen. Das ist echt laut gerade. Meine Fresse. Junge, du wolltest doch ins Bett gehen, Koma? Husch. Husch jetzt. Ich brauch Sachen. Oh, ist das laut. Meine Fresse. Ich kann auch hieraus auch Stein, auch Treppen machen, oder? Jawohl. Ich glaube, ich nehme mal... Ich probiere jetzt mal den Treppenstufen aus. Mit ein paar Akzenten oben drin, natürlich. Ist ja klar, es muss ja so. Die sind mir zu generisch. Das sieht aus wie Steinziegel. Das brauche ich nicht unbedingt. Aber die anderen beiden sind cool. Ich will aber noch nicht, Mami. Da, du musst. Du musst, Koma. Du musst einfach. Du musst. Zack. Von daher, tschüss und Stuss. Ja, ebenso. Ebenso. Plopp, plopp. Plopp, plopp. So, und ich glaube, ich würde noch hier jeweils einen rein gönnen. Also brauche ich noch zwei weitere. Und den Rest mache ich dann mit den anderen Treppen. Ach, schon wieder falsch. Ich bin alt, ich mache Fehler. Seht mir das bitte nach. Außerdem ist es spät, ich bin krank. Ich habe viele Ausreden, ja? Läuft für mich. So, mal schauen, wie das zusammenwirkt. Ja, kann man machen. Nein, kann man nicht machen. Wobei, na,
Passt er sie noch an? Ja. Dann ist okay. So, den da rein. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Läuft. Und Musik wieder an. Ja, das ist durchaus. Das läuft hier. Zack. Weil der fast ein bisschen unauffällig ist in der Ecke, ne? Aber von oben sieht man es dann ein bisschen. Wobei es, glaube ich, irrelevant ist eigentlich. Ja, aber ich habe ein besseres Gefühl dabei, wenn das da drin ist. Aus irgendwelchen Gründen. Zack, zack. Zack. Ich brauche mehr Treppen, ich sehe es gerade. Wusste ich doch. Ich bin wieder zu sparsam gewesen hier. Typisch. Da kommt der Schwabe mir immer durch. Der ich zwar nicht bin, aber ich habe offenbar schwäbische Gene. Was Sparsamkeit angeht. Habe ich auch erst durch meinen Let's Play-Kanal gelernt, tatsächlich. Irgendwer meinte mal zu mir, ah, du bist ja so schwäbisch. Ich so, hä, wieso, warum, weshalb? Ich komme aus Rostock. Naja, weil du immer so sparsam bist, wie so ein Schwabe. Ah, sagt man das so? Hatte ich keine Ahnung bis dahin. Aber offenbar sagt man das über Schwaben. Also, liebe Schwaben, nehmt's mir nicht krumm, ich hab's nur gehört. Vielleicht stimmt's ja gar nicht. Man möge mich kurieren in dem Fall. Ich will hier keine Fehlinformation verbreiten. So. Und zack. Und zack. Jawohl. Ja, sieht schon aus wie ein Turm jetzt, ne? Aber ganz ehrlich, der ist jetzt so dick geworden, der Turm, der müsste echt eigentlich noch eine Etage höher haben, damit das wieder ein bisschen entstaucht wird. Aber mit ein bisschen Glück reißt es jetzt einfach das Dach auch raus dafür. Zumal ich habe jetzt alles, was ich brauche, da drin. Und ich habe heute meine tolle Formation nach oben nochmal gemacht. Das sieht super aus. Und das bleibt dann auch so. Fertig aus. Ist die Frage, mache ich noch einen weiter? Ich trainiere bald zu ja. Ich noch eine erhöhe das Ganze. Aber dann würde ich das hier begehbar machen und hier aber dann quasi auf dieser Höhe. Wartenstück. Oh, wir haben keine. Ach, nichts dabei hier. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch mal ganz zurück. Ab ans Weißenbett. Noch mehr davon. So. Ah, wieder ein paar von holen. Und wenn wir schon dabei sind, auch ein paar von der Sorte jetzt. Ich glaube, da brauche ich jetzt ein bisschen mehr. Die oberste Ebene. Dürfte passen. Weil ich eigentlich vielleicht schon nochmal so ein Holzzeug einbauen möchte. Leider ist ja eigentlich dieses Mangrovenholz. Es war eine super geile Farbgebung, aber. Oh, der Sonne gerade nicht. Das, die Textur ist so irgendwie. Das ist total traurig. Wenn es exakt so sein würde wie da unten in der Taskleiste, hier in der Menüleiste, ne? Wäre es mega, aber so weiß ich nicht. Wenn ich es nochmal glatt machen kann, vielleicht. Kann man es glatt machen irgendwie? Das ist kein Stein, geht glaube ich nicht. Was kann ich mit Mangrovenholz denn so machen? Oder was passiert, wenn ich sowas schäle? Gefällt mir besser als das hier auf jeden Fall. Aber ist nicht so ganz das Wahre, leider. Sieht viel, viel geiler aus. Oh, ist ein bisschen enttäuschend. Das ist ein bisschen enttäuschend, leider. Gut, wie noch sei. Ich wollte ja Dinge tun. Nee, das nicht. Das da. Ist das gerade eine gute Idee, was ich vorhabe? Dreck. Wenn ich jetzt so mache, habe ich ja den Treppeneffekt nicht mehr, ne? Ich glaube, ich mache es trotzdem. Ich probiere es mal, wie es einfach aussieht. Schauen wir mal. Zack, 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 zack. Probieren geht ja bekanntermaßen über Studieren, ne? Nö, das ist in Ordnung.
Das ist tatsächlich in Ordnung, überraschend. Mach ich so und lasse ich es so. Passt für mich. Aber vielleicht nehme ich dann hier nochmal in die Mitte so einen rein. Für die Akzente. Das ist vielleicht mal ganz wichtig. Plopp. Plopp. Zack, 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 zack. Yeah. Moment. Achso. Da ist der Haken. Dann kann da auch noch so einer rein, ne? Von der anderen Sorte. Läuft. Und jetzt haben wir, guck mal, das hier. Jetzt haben wir diesen Kreis, den ich anfangs gebaut hatte, der zu groß war für unten. Na, für oben ist es in Ordnung. Ah, super. Das bin ich ja quasi. So schließt sich der Kreis. Ah, was für ein Wortwitz. Wahnsinn. Aber ich glaube, ich mache auch gleich tatsächlich Ende für heute. Dann habe ich jetzt gleich wieder 3 Stunden aufgenommen. Und dann schicke ich euch alle in die Haie oder zum nächsten Stream, wenn noch einer online sein sollte. Jawohl. Ja, auch ich muss mal ins Bett. Muss ich nicht, aber vielleicht sollte ich mal. Doch hier. Zack, zack, zack. Zack. Nein. Du bist ein falscher 50er, aber ich kann schon mal den machen. Ma. Und einmal diesen. Und den. Den. Und. Nein. Natürlich nicht. So. 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 Und so. Und die letzte Reihe. Zack, zack. Passt. So. Ja, ist jetzt was Turmartiges hier oben. Sehr schön. So soll es ja auch sein. Aber was man hier Turm bekommen wird, was meine Türme nicht immer haben, ist halt nur noch ein richtiges Dach. Zumindest war es so geplant. Hier ist kein Dach. Da ist kein Dach. Und ich glaube auch, meine alten Türme hier haben allesamt kein Dach. Ne, hier ist offen, da ist offen, da ist offen. Aber hier soll ein Dach drauf. Das ist halt eine andere Art Turm. Hat auch ein Turm gewesen eigentlich, sag mal. Ja, das ist auch ein Turm. Auch ohne Dach. Aber es ist ja kein Turm, es ist ja ein Haus. Es ist ja eine Magieschule. Da darf. Da darf. Ich bin gespannt, wie das nach hinten wird. Sehr, sehr gespannt. Aber es dauert noch Ewigkeit. Also ich hoffe, nächsten Freitag komme ich dann im anderen Teil dann weiter. Aber das hier werde ich heute nicht mehr fertigstellen. Jetzt überlegen wir. Jetzt brauche ich ganz viel von der Sorte hier. Ganz viel. Ich brauche Steinzäune. Und zwar jede Art. Diesen. Und diesen. Waren gar nicht so viele, wa? So. Achso. Doch, passt. Erstmal die Eckpunkte machen. Und da auch nochmal. So, das wird so die Grundvoraussetzung sein. Verbinden die sich? Du, Tatsache, krass. Ich meine, den will ich jetzt nicht, aber gut zu wissen. Überleg. Dort, dort, dort und dort und dort. Das ist ja so ein bisschen ein Kontrastprogramm. Jetzt mache ich wieder hier mehr von den glatten Steinen und weniger von den kriseligen. Obwohl hier die kriseligen überwiegen und die glatten nicht. Aha, total genialer Trick, das umzudrehen. Das ist ein Genius. Oder so. So. Na. Plopp, plopp. Ich muss irgendwie sowas hier eine magische Kugel rumraufbauen, glaube ich, nachher. Sowas wie das da eigentlich. Oh, apropos. Bin langsam auf Tempelhöhe. Aber das Kreuz überragt noch alle, okay. Dann so werde ich auch nicht bauen. Soll auch nicht. Aber rückblickend hätte ich den Tempel ein bisschen höher machen müssen, ne? Eigentlich müsste ja noch eine Ebene oben drauf sein. Und das Kreuz ganz. Ich hab ewig nach oben Platz noch. So ist nicht in Minecraft. Das ist ja schon deutlich höher zum Beispiel.
Aber das ist nicht Teil der Stadt, das ist okay, das ist ein Turm, der muss so. Aber das sollte ja eigentlich innerhalb der Stadt das Höchste sein. Hab damals aber noch sehr naiv gedacht, wie es aussieht. Naja. Bam, 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 bam. Boah, ist ja fast cool. Moment. Ich glaube, ich mache das sogar so, dass hier eine Hälfte fehlt. Das gefällt mir von der Idee gerade, dass es zu halb ist. Yeah. Das finde ich ganz neckisch. Auch gar nicht so doof, jetzt verschiedene Sachen zu machen. Aber das soll jetzt hier nicht der Fall sein. Mal ganz fix. Da haben wir es. Na? Da. So, und ab nach oben. Das hier kann durch. Aber die hier halt nicht. So, läuft. Das hat doch was. Man sieht so noch ein bisschen magisch und mystisch aus. Vielleicht finde ich noch irgendeinen Block, der geil wirkt, wenn ich den da reinsetze. Oder aber ich lasse es tatsächlich so. Aber der Punkt ist, es wird ja nach oben was geben. Das heißt, es wird in der Luft schweben bleiben. Das ist auch eine ganz coole Idee, oder? Und das ist doch schon eigentlich fast ausreichend. Ha! Ich glaube, ich mache das genau so. Ja, awesome. Ich noch einen weiter nach oben? Oder mache ich jetzt das Dach drauf? Also wir haben eine 4, so ist nicht. Ich glaube, ich könnte tatsächlich noch einen weiter nach oben gehen. Man sieht schon sehr turmig aus. Aber einen weiter nach oben würde ich tatsächlich doch noch gehen wollen. Auch wenn es wieder nicht so symmetrisch wäre mit der Mitte hier. Das ist das Schöne gerade eigentlich. Schwierig. Aber ich glaube, da mache ich mir später einen Kopf drüber. Denn wir haben jetzt die 3 Stunden geknackt. Und ich würde das Gebäude beenden. Ja. Liebe Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. War sehr, sehr schön heute. Viele Gespräche gehabt, viele interessante. Zu viel gelabert. Moment noch. Oh, Schuppen jetzt noch da. Also ich lasse den Server noch ein bisschen an für dich. Schuppen aber allerhöchstens bis halb. Allerhöchstens bis halb. Ich bin hier für heute durch. Und ich schub den ja fast vergessen, tut mir voll leid, aber der meldet sich auch nie hier. Ich dachte, der ist schon am Schlafen. ja. Macht's gut, ich wünsche einen schönen Start ins Wochenende. Morgen ist Samstag, freut euch. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und nicht vergessen, böse Miene zum guten Spiel. So ist es. Never sleep, never surrender. Nein! Nein! Och nö! Also, es ist mein 4. Raid heute, glaube ich. Chicago, vielen Dank für den Raid. Super, super cool. Vielen, vielen Dank. Aber leider, leider. Jetzt ist es bei mir auch vorbei. Ich wollte gerade selbst jemanden raiden. So, wir haben heute den Turm hier gebaut. Mitsamt, also es wird eine Magieakademie für die beiden neu kommenden Leute hier gerade. Ja, das ist heute mein Dingens. Raids pausieren, sowas kann man machen bei Twitch? Keine Ahnung. Sowas weiß doch keiner. Erstmal, wenn ich sowas höre hier. Wir trinken doch fix was für Brummi. Brummi? Ehrlich jetzt, kommt Brummi auch noch rein? Leute, das geht so nicht. Auf euch. Nein, aber ich habe schon jetzt mehrmals Tschüss gesagt. Ich muss jetzt auch Tschüss sagen. Also nochmal, bis zum nächsten Mal. Ciao.